Aber ich glaube, wir waren gerade in Geo und da haben wir den Koffer geholt. Weil ich diese Stange da gesehen habe. Den Schalter da hinten kann ich auch nicht umlegen. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Räume, wo wir nicht drin waren. Ja, da dreht er sich wieder. Dann noch so ein Raum. Nee, und H ist zu. Ich habe garantiert irgendwo eine Konsole übersehen. Wie gesagt, der Hebel funktioniert nicht. Dann schauen wir mal. Nee, hier waren wir, glaube ich, nicht. Nö. Wow, was zum Teufel fließt denn hier? Du Scheiße. Okay. Da ist sie, legen wir den Schalter um. Jawohl. Ich glaube, das war die letzte. Da steht noch was von zwei. Okay, das funktioniert schon mal. Und das ist bei B, muss ich mir merken. Oh, besiegen sie die BOW. Fuck! Ich bin fast wieder in den Zaun gelaufen. Wow, wow, wow. Jawohl! Gegrillt! Oh, 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 oh. Ich glaube, das Viech überlebt das. Fuck. Bitte. Jetzt ist kein Strom da und jetzt zu viel? Hab ich doch gesagt, das Viech überlädt das. Ja, und wie der Aufzug läuft. Wie auf einer Kirmes. Einmal drauf, du fliegst raus und bekotzt dich. Wir müssen das irgendwie stoppen. Kahn könnte dabei helfen. Ja. Alles klar, das Kraftfeld ist weg. Aber da ist Strom. Komm ich da durch? Ah, shit. Moment. Nee, die ist nicht. Egal. Einfach mal durchrennen. Fuck it. Schnell, 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 schnell. Oh, komm schon. Hoffentlich stürzt der Aufzug jetzt nicht ab. Das sieht sehr instabil aus. Ah, du Scheißhand. Da krabbelt da so eine Hand vor mir rum. Komm schon. Okay, Shelly müsste jetzt theoretisch... Ah. Deine Geduld ist am Ende, Kumpel. Komm schon, flieg runter. Wow, wow, wow. Boah, das löst sich, glaube ich, gleich hier wieder. Was machen wir jetzt? Oh, oh, oh. Kommen mehrere. Oh, ich glaube, wir müssen die killen. Moment, Moment. Ah, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Komm schon, Dreck. Hier müssen wir hin, hier müssen wir hin. Oh, der stürzt so jetzt nicht ab. Ah. Oh. Mist. Okay, komm. Zieh dich hoch, Jake. Ja. Jawohl. Ich hab gedacht, wir stürzen jetzt ab, weil wir eigentlich noch in den Raum sprengen können, glaube ich. Sherry, alles okay? Schnell, 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 schnell. Boah, bevor das Ding runterkommt. Ja, alles klar. Ah. Schnell zu Raum B. Boah, ich hämmer schon so schnell ich kann. Oh Gott, der BOW da hinten im Hintergrund. Boah, das wird so knapp. Jake! Schneller! Boah! Was zur Hölle? So muss es sein. Gehen wir weiter. Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich in den Raum kommen, wo Chris ist.
Oh ja. Oder Leon? Chris! Chris. Freut mich, Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie wohl? Halt, Moment mal. Du hast ihn gekannt? Ja, habe ich. Und ich habe ihn getötet. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Los. Schießen Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Waffe runter! Los! Was war's? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. In 3 Sekunden bitte jag ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Mit der Waffe! Waffe runter! Hier geht es um viel Wichtigeres. Als dich und mich. Wir müssen weg! Jake! Ich weiß! Oh yeah. Schnell weg hier! Die Szene haben wir ja schon irgendwie gefühlte 50 Mal gesehen. War ja natürlich auch in der Kampagne von Chris. Okay. Wir müssen jetzt hier die Aufzüge aktivieren. Komm schon, Chris. Die bewegen sich gar nicht. What the hell? Na gut. Ich dachte, ich müsste jetzt normalerweise jetzt die Aufzüge aktivieren, aber wir müssen noch hier an die Konsole. Glatt vergessen. Nicht gut. Schnell den Knopf drücken. Das Ende der Welt. Wenn wir es nicht stoppen. Gott. Wir müssen schnell hier raus. Wenn dieser riesige Kokon schlüpft. Haben wir Probleme? Nur ein paar. Wir müssen hier weg und das HQ warnen. Helfen Sie mal! Toll. Hier lang! Was denn jetzt? Moment. Rennt da einer hin? Ich hoffe nicht. Schnappen wir uns mal hier die Munition oder was hier drin ist. Okay, Fähigkeitspunkte. Da steht doch schon jetzt einer. Meine Güte. Können sie auch nicht entscheiden. Gerade stand er die ganze Zeit bei Chris und wollte nichts machen. So, jetzt fahren wir los. Nur, dass das klar ist. Wir beide haben noch zu reden. Du wirst mir einiges erklären müssen. Wenn wir hier lebend rauskommen, erfahren sie alles von mir. Wow, da sind die Viecher wieder. Spar dir den Scheiß. Gott, mutiert wieder. So wie mein Vater. Was für ein wunderbarer Schmetterling. Ah, fuck. Klar und deutlich. Oh, ja, oh, ja. Oh, der ging ja mal voll daneben. Theoretisch könnte ich die alle so fertig machen. Was? Es muss schwer sein, sich auf ihn zu verlassen. Nicht, dass der Captain in letzter Zeit gut drauf war. Und weg mit dir. Naja, im Moment ist die Hauptsache, dass wir hier rauskommen. Gut gesagt.
Moment, wie sieht denn noch an? Sieht den nicht an? Okay. Bisschen Sniper-Munition haben wir auch. Sparen wir uns noch auf. Komm schon, du Mistvieh. Mein Gott, der bewegt sich zu viel. So, Sniper. Wir haben hier irgendwo Sniper versteckt. Ich weiß das. Naja, die müssen klarkommen. Die sterben eh nicht. Also müssen wir denen nicht helfen. Oh, Scheiße, verpasst. Wow! Komm, komm, komm. Wow! Oh, der ging so knapp daneben. Verarschen? Ja, klar! Extra absichtlich nach unten gezielt, hä? Kacke ist, ich habe nichts zum Heilen. Gar nichts. Ja, wow. So zielsicher. Da haben wir wieder einen Sniper. Boah, das dreht sich einfach zu viel. Jetzt hat's gewackelt? Arschen. Egal, kümmern wir uns um die Sniper, die uns hier so belästigen. Was ist mit dem Typen da? Jawohl. Ich denke, wir sind gleich da. Du Mistviech. Es wackelt so viel. Eindeutig. Ach, wo zielt aber keiner? Ja, wir haben es geschafft. Sich zu opfern. Und wir können sie nicht daran hindern. Jake! Weißt du was? Ich bin nicht wie mein Vater. Und ich sorge dafür, dass das auch so bleibt. Wir verschwinden. Und dann rettest du die Welt. Sie haben recht. Dann los. Okay, los geht's. Raus hier! Hoffentlich müssen wir uns dann nicht mit dem Viech anlegen. Ich hab genug. Wo ist der Ausgang? Du musst ganz klar sein. Da haben wir wahrscheinlich wieder eine Menge Munition. Klar, hier wird garantiert irgendwie so ein Brocken auf uns warten.